Ja, hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 4 Custom Events. Ja, und für alle, die noch nicht wissen, was es sich genau bei diesem Format handelt, erkläre ich es mal ganz, ganz kurz. Also bei Custom Events möchte ich euch gerne meine selbst erstellten Strecken bzw. Events vorstellen und diese befahre ich dann mit einem meiner persönlichen Lieblingsfahrzeuge und Lieblingstunings. Das können Tunings von mir sein, aber auch aus der Community. Und natürlich, um das Ganze möglichst immersiv zu gestalten, fahre ich das Ganze aus der Cockpit-Ansicht, ausschließlich aus der Cockpit-Ansicht, ohne HUD-Anzeigen und ohne Fahrhilfen. Und das, wenn möglich, auch auf einem hohen Schwierigkeitsgrad, um das Ganze auch ein bisschen interessanter zu gestalten. Aber ich würde sagen, das soll mal reichen für als Erklärung. Wir legen mal direkt los und ich zeige euch das Event, was wir heute erfahren werden. Und es ist Playtime! Ja, wie ihr sehen könnt, ein Event in der Track-Toy-Klasse, deswegen Playtime, Streckenspielzeuge, ihr versteht schon. Und so sieht also die Streckenführung aus. Wie ihr sehen könnt, handelt es sich dabei um ein Rundkursrennen, welches auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen simpel erscheinen mag, aber es gibt auch so einige kleine, trickige Stellen, um es mal so auszudrücken. Ja, und diese Strecke fahren wir heute mit dem 2012er Porsche 911 GT3 RS 4,0. Ein richtig tolles Teil, wie ich finde. So, aber jetzt genug geschnaggelt. Wir wollen Rennaction sehen. Wir legen los. So, und da wären wir auch schon. Jawohl. Es kann losgehen. Ja, wie man sagt, wir gucken mal kurz in die Schwierigkeitseinstellung rein. Für die Leute, die es interessiert, mal ganz, ganz, ganz kurz. Ja, wir wollen ja keine Zeit verschwenden. Los geht's. So, also ich werde während des Rennens nicht so viel quatschen. Ihr kennt das mittlerweile schon. Ich muss mich da ein bisschen konzentrieren. Anschubsen, also das geht aber nicht so, mein Lieber. Die drei Radfahrer, ich sag's euch. Ja, okay, du kommst nicht gekürzt. Entschuldigung. Ja, ich weiß auch Übung, ey. Das gibt's ja nicht. Clio, von anderen, ne?
Mach Platz, mach Platz. Letzte Runde. Puh. Ja, und ganz kurz zwischendurch die Codes für die fürs Event, fürs Tuning, fürs Design. Die findet ihr am Schluss des Videos im Showcase. Und ich packe sie euch auch nochmal in die Videobeschreibung, falls ihr also das Rennen nachfahren wollt, oder euch für das Tuning oder das Design interessiert, was man auch probieren möchtet. Wie gesagt, findet ihr alles am Ende im Showcase oder in der Videobeschreibung. So, jetzt mal kurz das Ende des Rennen hier vernünftig zu Ende bekommen. Erst das sind wir schon mal. Jawohl, ja, da. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Jetzt nur keinen dummen Fehler machen. Dann dürfen wir das Rennen in der Tasche haben. Immer fahre ich hier zu eng an. Oh, da kommt er von hinten. Oh, komm, komm, gib Gas. Nicht vorbeilassen. So, ist brav. So, jetzt komm. Auf in die Kiste. Ja, und letzte Kurve. Da hinten ist das Ziel. Und ja, wir beenden das Rennen als Erster. Jawohl, so soll es doch sein. Okay. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Und wie gesagt, ladet euch gerne das Tuning runter und das Design und probiert die Strecke aus. Und ich verabschiede mich für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich sage bye bye, ciao ciao, euer Aiden Hobbs.